In the previous episode. Oh. Hi, mein Freund. Oh. And so it continues. Es fühlt sich noch nicht wirklich wie an, wie Ende des Kapitels an. Ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, du machst im Schnitt 3 Aufgaben und dann gehst du halt weiter zum Monorail und ins nächste Kapitel. Aber ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass ich hier schon 3 Aufgaben erledigt habe. Jetzt ist aber die letzte Aufnahme schon wieder 2-3 Tage her. Da geht schon mal viel verloren an meinem Gedächtnis. Weißt du was? Ich kann ja mal kurz... Ich muss hier... Ach, genau. Wir speichern doch einfach mal vorher. Ich habe jetzt auch herausgefunden, wie ich hier speichern kann, ohne die Anzeige unten. Ich drücke einfach Enter. Yay! So einfach kann es gehen. Weil sonst die Alternative wäre gewesen, komplett zurückfahren zu müssen. Und darauf hatte ich gar keinen Bock, deswegen... Okay. Hier spricht die USM Wähler. USG Ishimura, wir haben Ihren Notruf empfangen und senden jetzt auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel 47 an Bord genommen und sind jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Diese Nachricht wird bis zu Ihrer Antwort alle 30 Sekunden wiederholt. Toll. Was? Ist das nicht die Rettungskapsel, die Hammond abgefeuert hat? Eins dieser Viecher war an Bord. Nein. Nein, das darf nicht sein. USM Wähler. Wähler, kommen! Unser Signal ist nicht stark genug. Ich werde jetzt die Drucktüren öffnen, um das Signal zu verstärken. Fehler. Drucktüren sind blockiert. Bitte wenden Sie sich an einen Techniker. Scheiße. Isaac, da ist was Großes an der Hülle des Schiffes, direkt über dem Com-Array. Was Organisches. Keine Toll. Ahnung, was es ist und ich will es auch nicht wissen. Wir müssen irgendwie die Türen öffnen, um zur Wähler zu senden. Von der AAS-Kanone 48 solltest du ungehindert schießen können. Geh zu der Kanone und befördere das Ding ins All. Entschuldigung, aber warum haben wir eigentlich nicht diese Rettungskapsel benutzt? Darf ich das kurz erfahren? Ich meine, offensichtlich wurde die ja eingefangen. Wir hätten jetzt auf dem Weg nach Hause sein können. Ich sag's nochmal, jetzt gerade in diesem Moment. Eingefangen von den komischen Typen, auf dem Weg nach Hause. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich muss hier wieder durch, okay. Gut, offensichtlich darf ich jetzt diesen netten Weg hier zurückfahren. Der war ja eben schon so cool. Darf ich bitte? Achso, danke. So. Weil es so viel Spaß gemacht hat, dasselbe nochmal von vorne. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass irgendwas vor mir auftaucht. Ein viel zu langer Gang dafür, dass hier nichts passieren soll. Ich sehe da was. Ich wusste es. Lebst du noch? Ich habe extra lange gewartet, bis ich geschossen habe. Ich glaube, es ist tot. Ja, ich glaube, es ist tot. Wenn nicht, wird es uns gleich wahrscheinlich bis in den Tod verfolgen, aber... Ja. Alter, muss ich dir das erst in den Anus rammen? Ich liebe diese Waffe. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass es eine der besten Waffen ist, die ich in meinem jungen Leben je austesten durfte. Machst du mal ein bisschen Platz? Dankeschön. Nicht so breit machen, junger Freund. So, ich glaube, ich habe ja ganz viele... Wie, mich killt hier gleich wieder was von hinten. Ganz viele Energieknoten, glaube ich, eingesammelt. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich würde jetzt tatsächlich gerne eins in Sauerstoff packen. Haut mich nicht, aber ja, ich möchte. So. Und hier. Gut. Ich glaube, wir hören mittlerweile neues Flüstern, wa? Die männliche Stimme habe ich noch nie sowas in die Richtung Flüstern hören. Ja, pff, du verarscht mich doch nicht mehr hier. Du hast gar keinen Kopf mehr, nevermind. Das finde ich ja sehr suspicious. Lag der vorhin schon da? Normalerweise sind die Körper ja mal weg, wenn ich sie einmal umgebracht habe. Aber na gut. Auf geht's. Yippie, ich habe keine Munition. Ich kann nicht nachladen. Okay, 10 Schuss und dann ist vorbei. Kein Problem. Wir sind Isaac. Was soll's? Hallo? Ich habe vorhin erst eine Aufnahme von Mass Effect gemacht. Das ist natürlich wieder sonderlich praktisch.
Wieso ging das jetzt auf? Ich habe nichts gedrückt. Will mich hier jemand verarschen? Okay. Ich gehe da mal. Ja, super. Etwas Großes Organisches klebt an der Außenhülle. Schon wieder etwas Großes Organisches. Wieso eigentlich? Ich dachte, das letzte, was wir gekillt haben, war schon der Creme de la Creme. So. Hier darf ich auch wieder klicken. Das ist aber nett. Hallo. Darf ich dich benutzen? Du Stück, du. Oh, die Waffe schon wieder. Manuelle Überbrückung initiiert. Was zur Hölle bist du denn? Ich sehe den gar nicht, weil Isaacs Kopf im Weg ist. Du siehst aus wie eine riesige Fleischkrabbe. Ich schätze mal, ich muss schießen. Vielleicht können wir ja die Tentakeln abschießen. Oh! 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 Oh, shit. Oh, oh shit, okay, das wird nix. Ich weiß gar nicht. Nein! Ja, es läuft doch gut. Ich sehe das immer gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt treffe. Muss ich hier irgendwas Besonderes? Oh, Kacke. Machen? Hallo? Trifft mich das eigentlich oder nicht? Ich weiß es nicht. Und das Geräusch ist mal wieder extravagant laut. Okay, ich habe keinen Schaden gerade genommen. Autsch, never mind. Ich erkenne das oftmals gar nicht. Ich sehe echt nicht. Hallo? Könntet ihr bitte mehr Schaden nehmen von dem Schüssen? Oh Gott. Muss ich vielleicht auf die Kanister schießen, wenn die gerade haben? Die Dinger sind auch viel zu nah dran. Come on. Ach so, wenn ich drauf schieße, wenn die gerade in der Hand haben, dann werfen die nicht nach uns. Okay. No. Was soll das? Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass ich schon irgendein Tentakel hier erledigt hätte. Oh doch, never mind. Ja, halt die Schnauze, das ist mir auch aufgefallen. Nein, nein, nein. Na komm schon. Ach komm, wie viel Schaden braucht ihr denn bitte? Lass fallen. Lass fallen, Vauvi. Ist gut. Gib mir ein bisschen mehr von deinem gelben Eutersack. Danke. Ist auch schön, dass diese Waffe überhaupt nicht zu überlasten scheint. Ich kann hier Dauerfeuer. Oh. Ja. Ich dachte gerade, hat er sich zurückgezogen. Nein, hat er nicht. Oh. Nein. Ach komm. Ein kleiner Tentakel noch. Ich treffe nicht. Ich merke das auch gerade. Oh, ja. Was ist das eigentlich? Aufgabe erfüllt. Ist es tot? Das Kommunikationsrohr werden geöffnet. USM Wähler, hier spricht Kendra Daniels von der USG Ishimura. Komm, öffnen Sie nicht die Rettungskapsel. USM Wähler, hier ist Kendra Daniels von der USG Ishimura. Bitte kommen. Öffnen Sie auf keinen Fall die Rettungskapsel. Oh oh. Antworten Sie doch verdammt nochmal. Oh oh. Oh oh. Kann ich das bitte abschießen, bevor es hierher kommt? Oh, ich kann beide Seiten benutzen. Ich hab's schon wieder vergessen. Umdrehen. Umdrehen. Der zieht direkt auf uns. Bitte. Es kommt direkt auf uns zu. Isaac! Isaac! Ich kann nicht.
Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Isaac! Isaac, sind Sie da? Oh, Gott sei Dank ist Ihnen nichts passiert. Ich habe versucht, Sie zu erreichen. Jemand hat die ganze Zeit mein Rick-Signal blockiert. Und durch den Zusammenstoß wurde es wieder abgesetzt. Hammond, wo waren Sie denn bloß? Ich habe versucht zu überleben. Ich habe ein paar medizinische Vorräte gefunden und mich selbst zusammengeflickt. Hören Sie, ich breche die Mission ab. Ich scheiß auf den CEC und scheiß auf die Befehlskette. Wir müssen schleunigst hier verschwinden. Ja, no shit. Ich glaube, ich habe einen Shuttle auf dem Crewdeck geortet. Laut Protokollen braucht es einen neuen Singularitätskern, den wir aber vielleicht auf der Vela finden. Das Heck hat sich in die Seite der Ishimura gebohrt. Ich werde jetzt hingehen und nach einem Einstieg suchen. Wir treffen uns dort. Hammond, Alot. Isaac, wenn es stimmt, was er über das Shuttle gesagt hat, könnten wir noch eine Chance haben, hier wegzukommen. Lauf rüber zur Frachtbucht und sieh nach, ob du Hammond helfen kannst. In seinem Zustand wird er sicher nicht lange durchhalten. Was, wieso blockt denn jemand genau... Oh, sein Signal überhaupt? Ich verstehe das gar nicht. Irgendwie weiß ich immer noch nicht, ob ich dem wirklich trauen kann, soll... Oder nicht, was er die ganze Zeit in der Zwischenzeit gemacht hat, ist ja auch nicht wirklich klar. Er ist sehr seltsam. So. Nee, hier war das wenig, das war eins weiter unten, ne? Ja, wir müssen zurück. Toll. Das ist sehr verwirrend. Wie schnell die einfach mal da alle gestorben sind, wegen einem einzigen Vieh. Das war ja irgendein Militär... Flugschiff, habe ich das richtig verstanden? Die hätten es doch einfach niederballern können, so wie wir es ja auch die ganze Zeit machen. Und wir sind gerade mal irgend so ein popeliger, weiß ich nicht, Ingenieur, Mechaniker oder so und killen im Prinzip im Alleingang das komplette Schiff und zwei riesige Fleischberge. Mir fehlen schon die Worte. War hier schon immer so viel Blut? Ich schwöre, der macht mir irgendwie so ein bisschen Angst. Der Typ. Ich höre schon wieder was. Oh, diese Viecher. Ohne Witz. Ich hasse sie. Am schlimmsten mal der riesige, dieser Zusammenschnitt all dieser kleinen Popelviecher. Oh mein Gott. Ja, wir müssen hier lang. Ich gehe dann jetzt. Scheißstation. Jedes Mal ein neuer dämlicher Gegner. Kein Bock mehr. Bin nach Hause. Geh jetzt alleine. Kann ich hier... Wo muss ich denn jetzt lang? Uno Sekundos? Karte. Karte ist wie immer fantastik. Ich bin... Wo bin ich denn? Ich bin hier. Ich muss eins runter. Wenn ich das richtig sehe. Das bedeutet wohl, ich bin auf Ebene 3 und jetzt muss ich nach Ebene 2. Okay. Aber es gab mehr als 3 Ebenen. Oder? Oder? Es sah da gerade noch mehr Levels aus. Levels. Ah, wir sind bei der Scheißbrücke. Ist hier ein Blauwal unterwegs? Hallo? Oh, nicht schon wieder du. Ih! Du siehst aus wie Graf Dracula. Macht der die Geräusche? Ja, ich glaube schon. Der, du klingst irgendwie wie so eine rollige Katze, ehrlich gesagt. Ist nicht so furchterregend. Das, die Geräusche kenne ich. Gut, dann sind wir ja eigentlich auch durch. Weil ich glaube, mehr einsammeln kann ich gar nicht. Ja. Ich muss hier lang. Hallo. Erwartet mich hier wieder irgendwas? Irgendwas Spuckeriges? Nö. Noch nicht. Ich will mal verkaufen, was ich so habe. Hatten wir nicht auch irgendein Schema eingesammelt? Ja, Luftkanister Mittel. Ja. Dinge, die ich nicht brauche. Halbleiter Rubin. 10.000. Alter Verwalter. Mhm, das klingt schon mal gut. Mehr habe ich jetzt auch gar nicht. Können wir ja nochmal... Momentchen, Energieknoten kaufen. 5 Knoten. Alter Verwalter. Huhuhu. Strahlenmunition für Strahlenkanone. Brauche ich ja nicht wirklich. Das kann ich eigentlich auch mal verkaufen. Das ist völliger Schwachsinn, dass ich das hier eingelagert habe.
Die Medipacks lasse ich mir mal. Muni will ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht kaufen. Weil es zwingt mich dann auch einfach mal teilweise dazu, andere Waffen verwenden zu müssen. Und dann würde ich direkt gerne leveln. Ups, das war eine zu früh. Hier war doch die Werkbank, ja? Ja, ja. Oh, guck mal. Yay. So. Darf ich bitte? Danke. Ja. Leben haben wir gerade, finde ich, eigentlich genug. Ich würde gerne nochmal gucken. Die Energiekanone. Kapazität oder Nachladen? Machen wir mal Nachladen. Sind wir einen vor mehr Schaden. Finde ich ganz gut. Ich versuche das mal komplett mit Schaden zu bekleistern. Ja, geh mal zu. So. Verlassen wir mal die Marmeladenfabrik und gehen zum Mond. Oh, ich biege hier immer zu früh ab. Das darf nicht wahr sein. Gut, dann weiß ich zumindest jetzt, wie die Viecher klingen. Die rollige Katzen. Oh Gott. Ich muss mal nachladen. Ich versuche gerade nicht auf den Kopf zu schießen. Hat's funktioniert? Ich habe mich keine Munition mehr. Ich trete jetzt auch mal nicht auf dich rauf. Isaac, lad nach. Okay. Bye bye. Ich finde es immer schön, dass das hier immer noch meine Safe Area ist. Ich wurde hier noch nie angegriffen oder so. Nö. Nicht wirklich. Gut, dann sind wir mit dem Kapitel fertig. Darauf erstmal ein Schlückchen. Ich hätte da unbedingt Whisky reintun sollen, bevor ich angefangen habe zu spielen. Dann hätte ich es vielleicht wirklich durchgeschafft. Ja, jetzt sind wir ja eigentlich schon Kapitel 9. Das bedeutet, liegen noch 3 Kapitel jetzt vor uns. Einschließlich halt dem 9. Weil da beginnen wir ja erst. Ja, was kann schon schief gehen, wa? Wir sind eigentlich kurz vorm Ende. Letztes Drittel. Viertel, nicht Drittel. Man merkt, Mathe war meine Stärke. Ist das jetzt ein neues Gebiet mal zur Abwechslung, oder? Isaac? Gut, Sie haben es reingeschafft. Hören Sie, ich habe gerade den Munitionsbericht der Wähler gefunden. Ich glaube nicht, dass Ihre Anwesenheit hier ein Zufall war. Sie sind auf keiner Aufklärungsmission oder Patrouille. Sie sind bis an die Zähne bewaffnet, wie für einen Krieg. Verstehen Sie, was ich sage? Isaac, ich habe ihn schon wieder verloren. Kein Signal von Hammonds Rig. Finde diesen Singularitätskern und dann verschwinde da. Sehr seltsam alles. Sehr, sehr seltsam. Guck mal, ich hätte gar nicht zurückrennen müssen. Hier hätte ich ausgehen können. Wie schön ist das denn? Sage ich doch in Besatzung Militärsache, aber dann verstehe ich immer noch nicht, warum die sich so einfach haben über den Haufen rennen lassen. Und wieso kann ich hier teilweise nicht nachladen? Das verstehe ich nicht. Ich habe gerade Munition für das Ding gefunden. Sehr seltsam. Hallo? The Impossible.